Donald Trump steigt ins Krypto-Business ein. Am kommenden Montag ist es soweit. World Liberty Financial, die Krypto-App von Donald Trump, geht an den Start. Der ehemalige US-Präsident kündigte dies in einem Video auf der Plattform X an. Im Video sagte Trump: "Wir umarmen die Zukunft mit Krypto und lassen die langsamen und veralteten Großbanken hinter uns." Gerüchten zufolge handelt es sich bei World Liberty Financial um eine DeFi-Kreditplattform für Tokenverleih und Laie. Es wurde eine Anbindung zum DeFi-Protokoll Aave angedeutet, was auf die Ethereum-Blockchain hinweist. Obwohl Trumps Söhne das Projekt leiten, ist es für ihn ein PR-Stunt, der ihn als Krypto-Präsidenten inszeniert. Schon vor der Veröffentlichung gab es Sicherheitsbedenken, da das White Paper Ähnlichkeiten zu gehacktem Doe Finance zeigt. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.